Ich nenne das immer ganz einfach. Das heißt, wenn man mal die Grundlagen verstanden hat, das ist jetzt das Hauptproblem, und jetzt kommen wir gleich auf das Wort Problem, dass manche Leute in ihrer Arroganz sagen, wenn du ansprichst hier, du hast ein Problem, ich habe kein Problem, da muss ich zuerst wissen, was das Wort Problem bedeutet. Und das Wort Problem ist halt schlichtweg etwas Vorgelegtes. Jeder Moment ist ein Problem. Das taucht in dir auf und jedes folgende Problem zerstört das jetzt bestehende Problem. Es tauschen sich die Probleme aus. Ich will jetzt die Wörter nicht auffächern und man muss sich immer wieder fragen, wo kommen die Probleme her? Wo kommt das Vorgelegte her? Und dann ist immer noch einer dahinter. Und der große Trugschluss, du kannst mal ein kleines Experiment machen. Da muss man natürlich jetzt den Spiegeltunnel im Groben verstanden haben, dass du mit deinem Alltagsbewusstsein, mit deiner Normalität in den Spiegel reinschaust. Das Erste muss dir klar sein, dass du den Spiegel vollkommen ignorierst. Da habe ich zigfach schon darauf hingewiesen, aber mit ganz fantastischen, wenn man jetzt mit zwei Spiegeln das alles durchprobiert, da gibt es noch viele, viele Sachen, die den normalen Menschen, selbst wenn er mit den Spiegeltunnel aufbaut, nicht mitkriegt. Aber worum es mir jetzt geht, das morgendliche Ritual, oder wenn ich immer sage, wenn du dir einen Pickel ausdrückst, und jetzt musst du genau zuhören, dann bist du felsenfest davon überzeugt, dass du der vorm Spiegel bist und natürlich auch, dass im Spiegel bin ich. Dir muss das dann mal bewusst werden, dass du eigentlich dein Spiegelbild gegenüber hast. Was mir jetzt wichtig ist, dass wenn du dir das jetzt denkst, ist dir klar, dass du nicht das Spiegelbild bist, vollkommen logisch, sondern dass du der vorm Spiegel bist. Jetzt ist ja der hinterm Spiegel eigentlich im Spiegel, weil hinterm Spiegel gibt es ja nicht. Und jetzt wirst du irgendwann nochmal checken müssen, dass du der im Spiegel bist und der vorm Spiegel ist die Illusion. Das ist nämlich das Männchen in der virtuellen Welt, das du steuerst mit deiner 3D-Brille. Das musst du auf dich wirken lassen. Wenn du einmal mit einer 3D-Brille gespielt hast, wie du dich durch einen Raum bewegst, der sich um dich herum befindet, und du letztendlich nur ständig wechselnde Bilder hast auf der VR-Brille. Ich bleibe jetzt einmal rein in den sinnlich wahrgenommenen Bereich. Das ist eigentlich jetzt die Erweiterung von den klassischen Videospielen, wo du ja vor dem Monitor sitzt und meistens in dieser sogenannten Third-Person-Perspektive eine fiktive Kamera hinter dem Männchen ist, das du steuerst, das dann rumläuft und du siehst ja dann immer deinen Körper. Und die neuere Version ist ja dann die Ego-Perspektive, dass du zu die Augen rausschaust, das jetzt zweidimensional zumindest auf dem Bildschirm noch ist. Wenn ich jetzt GDR, kann man ja in Ego-Perspektive spielen, was schon wesentlich komplett, die Story komplett verändert, wenn man das ausprobiert. Also das Gefühl ist ein komplett anderes, ob du Welt auf der Ego-Perspektive spielst, immer noch am Monitor, oder ob du das in der dritten Person-Perspektive, dich als Beobachter von diesem Männchen, das du zu sein glaubst oder das du steuerst. Und was natürlich jetzt der brutale Sprung ist, wenn du jetzt eine VR-Brille aufhast. Mit den Kopfbewegungen, dann ist es wirklich um dich herum. Und du bist der im Rai, im Kopf des Schöpfer Gottes, wo man die Bilder austauschen. Das heißt, dieses Körpergefühl, das du hast, ist genauso was Ausgedachtes wie alles andere auch. Und immer daran denken, das, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher. Dieser Körper, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, existiert nicht, wenn du nicht an ihn denkst. Und du wirst feststellen, du kannst es immer wieder wiederholen, wie hartnäckig deine Logik ist, wenn du jetzt nicht mehr bewusst dich beobachtest. Ich könnte jetzt sagen, wenn du nicht mehr Holofeeling machst, korrekter ausgedrückt wär's, wenn du nicht mehr Holofeeling bist. Holofeeling kann man nicht machen, es ist das Gefühl, alles zu sein. Und, weil das ja schon wieder eine einseitige Aussage war, nichts davon. Das muss ich so installiert haben. Was du siehst, bist du nicht. Das, was man besitzt, ist man nicht. Das sind die einfachen Sätze, die der Udo gebetsmühlenhaft seit fast 30 Jahren wiederholt. Ein Besitzer ist was anderes wie das, was man besitzt. Und wenn du das nicht akzeptierst, kann ich immer nur sagen, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Das ist keine Drohung, das ist hundertprozentig sicher. Genauso hundertprozentig sicher wie alles andere, was ich dir sage. Und du hast an der Figur, die Rolle, die du spielst, nichts zu verändern. Das ist das, was ich immer noch mal unterstreiche. Ein Schauspieler, der den Hamlet spielt oder den Faust, wie oft habe ich das schon gesagt? Dieser Schauspieler verändert an der Rolle nichts. Er spielt einfach bloß die Rolle. Und er spielt Schmerz und er spielt Freude.
Er wird den Schmerz, den er spürt, aber nicht empfinden. Warum? Weil er sagt, das ist ja nur eine Rolle. Das Problem kommt mit der Identifikation des Körpers. Die Empathie. Mein Leid heißt es, nicht Mitgefühl oder Mitleiden. Du weißt, wie oft wir das durchgehauen haben. Du kannst nicht mit etwas mitleiden, was selber gar kein Leid hat. Gedanken von dir, Informationen haben kein Leid. Leid empfinden kann nur der Geist, der träumt. Und das bist im Moment du. Mit Sicherheit nicht das Pixelmännchen Michael und das Pixelmännchen Udo. Und du wirst irgendwann einmal begreifen, mit Sicherheit auch nicht der Körper, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anhört, sondern der, der sich das alles ausdenkt. Von dem weißt du noch nichts, auch wenn du jetzt lange genug Holofilling studierst, dass das noch nicht installiert ist. Schau einfach. Schau in dein Alltagsbewusstsein. Wenn du jetzt dann das Video ausschaltest und du gehst auf die Arbeit oder du machst sonst was. Und dann schaust, wie weit du in Holofeeling verankert bist, in diesem Gefühl alles zu sein. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen oder mehr muss man gar nicht installieren. Der Rest kommt dann von ganz alleine. Das ist immer das ganze Wortspiel, wo ich jetzt hier ja angesprochen habe, in dem letzten Video, wo man die Kabbala gehabt haben mit Jahwe, tausche, Sefer Yetzirah, tausche die Buchstaben. Das ist das Spiel, wo du ganz einfach machen kannst, wo ich auch schon so oft darauf hingewiesen habe. Das ist, es gibt ja immer noch mal mehr Systeme und noch mal ein System drauf. Das kann man, es gibt nichts Kompliziertes, was man nicht noch mehr zerdenken kann und noch komplizierter machen kann. Aber du wechselst Facetten von Facetten, Perspektiven von Perspektiven. Und ich sage, geh den Weg des Mystikers. Diese zwei Bewegungsrichtungen des Geistes in Ich bin du. Frag dich, wo kommt das jetzt her, was ich jetzt sehe? Oder zu was gehört es, zu was für ein Chat, wenn du in das Zimmer reinschaust? Jedes Bild, das du siehst, wenn du das Zimmer abrastest in Form von Einzelbildern, das natürlich ist, dass du dich drehst, den Kopf drehst. Aber jetzt ist natürlich immer wieder, dass der Kopf ist fest verankert in der Erde. Das ist wie die Glocke von Schiller. Dass wenn du den Kopf drehst, es verändern sich ja nur die Bilder. Das ist die Eigenartigkeit der verborgenen Harmonie der Dinge, dass du alles austauschen kannst. Ich kann jetzt den Kopf drehen, dann verändert sich die Brille auf der VR-Brille oder ich kann den Kopf stillhalten und kann die Bilder bloß verändern. Jetzt sind wir in der Relativität. Das Spiel mit den ruhenden und dem bewegten Beobachter, wo ich so oft angesprochen habe. Der ruhende und der bewegte Beobachter. Ich will kurz nur noch mal sagen: Sitzt du im Zugabteil und rauscht der Zug an einem Bahnhof vorbei oder sitzt du auf dem Bahnhof und siehst den Zug vorbeirauschen? Du wirst in beiden Fällen das Gefühl haben, dass du dich nicht bewegst. Und wenn du im Zugabteil aus dem Fenster schaust, stellst du dir einfach vor, das Fenster wäre jetzt ein Monitor oder ein Fernseher. Und der verändert sich ständig. Und dann rauscht an dir ein Bahnhof vorbei. Sitzt du am Bahnhof, denkst du, dass der VR-Brille auf, dann rauscht dir ein Zug vorbei. Es sind aber nur ständig wechselndes Arrangement von Pixeln. Statisch, rein statische Helligkeitsveränderungen von statischen Lampen. Und jetzt haben wir bei Einstein ja den bewegten Beobachter und den ruhenden Beobachter. Ich sage mal wieder, bist du auf der Erde und siehst du um eine Rakete vorbeifliegen? Oder sitzt du in der Rakete und dann fliegt der Kugel an dir vorbei, wenn du aus dem Fenster schaust? Das ist dasselbe Beispiel. Und jetzt habe ich so oft darauf hingewiesen, da ist ein riesengroßer Fehler dabei. Du bist nämlich weder der eine noch der andere, sondern du bist der, der sich die beiden ausdenkt und die kannst du austauschen. Das eine ist These und das andere ist die Antithese und die kannst du immer austauschen, weil wir vier Seiten brauchen. Aus zwei wird vier, bis wir zu den 16 Seiten kommen. Du bist auf einer höheren Ebene. Weil diese These, Antithese fällt in dir in eine Synthese zusammen, weil du dir beide ausdenkst. Und so denkst du dir die ganze Welt aus. Alles, jeden. Das sind nämlich nur Puzzlestücke aus deinem momentanen Programm, aus deinem Intellekt, aus dem Konstruktprogramm. Da ist natürlich im Hintergrund auch noch andere Funktionen. Wir haben ja, wenn wir Videospiel spielen, machen wir irgendeine riesengroße offene Welt. Da muss dir klar sein, da kannst du wirklich wie in der Welt hier das Cowboy-Spiel zum Beispiel oder GTA, wenn ich immer wieder sage. Da kannst du tagelang durch die Prärie, durch Wälder reiten oder in Großstadtdschungel Autos anschauen, in den Wald gehen, jagen bei GTA.
Und diese ganzen Bilder sind ja auf dieser DVD drauf, die du hier in deinen Computer reinschiebst, auf dieser Datei drauf. Aber da ist ja noch viel, viel mehr drauf, was nichts mit den Bildern zu tun hat. Die ganzen Steuerfunktionen und Reaktionssysteme der KIs, inklusive der KI, die du zu sein glaubst, wo du sagst, ich habe mit dem Spiel ja nichts zu tun. Sobald du dich in die Welt einklingst, bist du ein Teil dieser Welt. Habe ich so oft erklärt, immer wieder fast in jedem Selbstgespräch. Und wenn einer sich dafür nicht interessiert, hat er die Reife noch nicht und dann soll es auch sein lassen. Ist mir ganz wichtig. Auch bei den hebräischen Zeichen, weil das wäre wirklich nur Kaufmannsdenken. Lernen immer wieder dieselben Sätze. Lernen tust du nur, wenn du das, was du dich beschäftigst, wenn du das aus einer vollen, tiefsten in der Interesse heraus machst. Egal, für was du dich interessierst. Mach es mit dem ganzen Herzblut. Ob du in Sportstudio gehst oder ob du, egal was du machst, auf den Fußballplatz geht, mach das und gib das, was du geben kannst. Und dann wirst du feststellen, ob du für dieses, ich sag mal, für dieses Spiel des Lernens geschaffen bist, weil da ja auch körperliche Voraussetzungen nötig sind. Es nützt dir nichts, nur wenn du absolut leidenschaftlich gern Fußball spielst und du bringst es halt zu nichts, weil du irgendwo begrenzt bist. Da muss auch die körperliche Voraussetzung gegeben sein. Nur das Wollen allein nützt es nichts. Da muss man irgendwann akzeptieren, dass mich das zwar extrem interessiert, aber offensichtlich bin ich für diese Rolle nicht gemacht, dass ich ja Spitzenfußballspieler war. Oder Musiker war, auch wenn es dich interessiert. Und dann musst du suchen, such ganz tief in dir, für was du gemacht bist. Und wenn du lange genug suchst, wirst du feststellen, letzten Endes bist du dazu erschaffen worden, Welt zu erschaffen. Nicht nur eine, sondern unendlich viel, weil du ich bist. Klingt jetzt sehr abgehoben, aber das ist das, was ist. Sonst wäre ich nicht als Brüssel Uhr in dir auftaucht. Und das muss man zuerst einmal verkraften, wenn man wirklich das nicht gleich wieder mit seinen Filtern rauslöscht. So ein Blödsinn. Da sollte man sich zuerst einmal klar machen, dass immer die einfachen Beispiele, du löscht ja eigentlich diese Beispiele aus. Wenn ich jetzt sage, ich bleibe immer wieder bei den gleichen Beispielen. Wenn du an was nicht denkst, existiert es nicht. Du willst es nicht wahrhaben. Weil du einen Glauben anhängst, du bist felsenfest davon überzeugt, dass ein Gedanke, den du nicht denkst, trotzdem, also das, was du denkst als Gedanke, da außen so ist, bevor du es gedacht hast. Du lebst in dem Wahn zu glauben, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Ich sage, ein träumender Geist, wenn ich weiß, ich bin ein träumender Geist, habe ich zumindest das Bewusstsein, dass alles, was ich träume, nur deshalb ist, weil ich es träume. Und es kommt aus mir selbst. Es sind Sachen in mir, die ich noch nicht weiß, die mir im Traum zu Gemüte geführt werden. Und jetzt musst du nur begreifen, dass kein Unterschied ist, das, was jetzt ist, ist ein Traum. Aber da du so tief und fest schläfst, haben wir doch irgendein Selbstgespräch, wo ich sage, weißt du eigentlich, wenn du tief und fest schläfst und träumst, weißt du dann eigentlich, wenn du in dem Traum bist, dass du tief und fest schläfst und träumst? Musst du mal selber beantworten. Du weißt es erst, wenn du wach wirst. Also man kriegt nicht mit, wenn man tief und fest schläft, erst im Moment des Wachwerdens wird dir das klar. Ansonsten erscheint dir die Welt vollkommen real. Das ist jetzt der Zustand, den du hast. Jetzt ist die Frage, kann ich das nicht auch vorher wissen? Ich müsste das bloß akzeptieren. Ich müsste diese Möglichkeit des Seins zuerst einmal als möglich halten. Aber das wird eben verworfen durch die Filter. Das ist es unmöglich. Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen, unmöglich. Das ist das Problem. Und genauso leicht wird sich dieses Vorgelegte lösen lassen. Das ist schon vom Tisch, wenn du jetzt das austauschst und du sagst, ich träume jetzt. Punkt. Alles andere lass mal unangetastet. Du spielst deine Rolle weiter in deinem Traum. Es ist bloß nicht mehr, dass du in der Zukunft was suchst. Weil du weißt, das, was jetzt in mir auftaucht, jeden Moment, kommt aus mir selber. Alles, was noch kommt, ist schon in mir drin. Alles, was ich mir jetzt denke, hole ich eigentlich bloß wieder raus, das angeblich einmal war, hole ich auch aus mir raus. Und was ich selber angeblich in der Vergangenheit erlebt habe, das wiederhole ich eigentlich bloß. Wenn du jetzt an Vergangenheit denkst, an selbst erlebte Vergangenheit, wiederholst du praktisch bloß was schon mal aufgetaucht war.
Und da du jetzt in die Vergangenheit denkst, ist es bloß feinstofflich. Die machen wir ja durch, was ist Wirklichkeit, Wahrheit. Und da geht es nicht mehr um blinden Glauben. Alles ist blinder Glaube. Coronavirus, Wetter außen, Ängste, Läden werden leer gekauft. Was ich dir jetzt erzähle, schlichtweg und einfach, was hast du davon mitgekriegt? Die leeren Läden, die siehst du mittlerweile. Marion kommt heim, war beim Einkaufen, ist der Wahnsinn. Sie sagte wirklich, bei uns im Marktkauf im Hörnlein und die Nudelregale waren vollkommen leer, da haben sie sofort in die Zeitung gestellt, in der Weißenburger Dachblatt. Wie diese Tierchen, die du dir ausdenkst, wie die einen Scheißdrecks Angst haben, dass irgendwas an ihren Körper hinkommen könnte. Aber was ist die Quelle davon? Das ist jetzt das Wichtige. Wo kommt es her? Warum sind die so, wie sie sind? Fragt sich der träumende Geist. Das ist die verkehrte Frage, die beantwortet sich von selber. Kategorie 3. Die sind in mir drin und die sind so, wie sie von mir gedacht werden. Intelligentere Frage ist, was soll mir das jetzt sagen? Warum kriege ich das jetzt zu sehen? In der Realvorstellung. Schlichtweg und einfach sage ich immer wieder, die Welt um dich herum ist ein Spiegelbild deines Charakters, den du zu durchschauen hast. Nicht dem Charakter was vorwerfen. Durchschauen. Und da wird immer mitgeteilt, es ist auch noch in dir drin. Und wenn du das nicht akzeptierst, machst du dich schon wieder selber blind. Der Heilungsprozess kommt, das zu akzeptieren, was ist. Und ich sage immer wieder, du musst nur schauen, wenn du dann wirklich einmal krank wirst und ein Wehwehchen hast. Es geht jetzt nicht, dass du Angst haben musst vor Corona, aber das steht ja für Krankheit im Allgemeinen und Sterben im Allgemeinen. Dieses Weg sein wollen oder nicht weg sein wollen. Beim Selbstmord haben wir ja gerade das Gegenteil. Die wollen weg sein. Da haben wir schon gesagt, jetzt mit Sterbehilfe. Bin ja auch schon darauf eingegangen, ein sehr komplexes Thema. Was mir eigentlich wichtig ist, ist, ich verstehe gar nicht, dass da hier ein Riesentheater, ich kenne ja nur wieder vom Hören sagen, dass da Prozesse gegeben hat mit Sterbehilfe, die dann in die Schweiz gegangen sind, ein Schweinegeld bezahlt, dass sie Sterbehilfe kriegen. Ich sage, wie dumm sind die eigentlich? Wenn du sterben willst, wenn du wirklich sterben willst, sag mal Bescheid, ich kann dir so kleine Tipps geben, wie du ohne irgendjemanden zu fragen und einen Prozess zu führen, dich komplett selber wegmachen kannst, absolut schmerzfrei, du kriegst das nicht einmal mit. Gibt es so viele Möglichkeiten. Darum sind für mich schon die Wahnsinnigen, jetzt vom Hörensagen, die wir uns jetzt ausdenken, die sich zum Beispiel aufhängen oder was sie auch immer machen, empfinde ich nicht unbedingt als angenehm, wenn es dich zuschnörkelt und die letzten Sekunden, bis dir die Lichter weggehen. Es gibt da Möglichkeiten, dass du es gar nicht mitkriegst. Simpel und einfach. Dass du wirklich nichts mitkriegst. Nicht einmal Angst vorher. Das ist übrigens, diese Lösungen sind so einfach wie ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Wenn du jetzt sagst, unmöglich. Die Schwierigkeit ist, du wirst bloß wieder wach werden. In einen anderen Traum. Weil davonlaufen funktioniert nicht in der unteren Ebene. Wenn du was nicht haben willst, kriegst du genau dasselbe immer wieder in einen Wechsel, solange bis du weißt, das Ziel ist nicht irgendwo in der Zukunft zu finden, es ist diese höhere Ebene, wie ich es nenne, aber eigentlich genau genommen ist die höhere Ebene, die absolute Ebene, die innerste Ebene. Immer wieder spiegeln. Wie ich sage jetzt, beim Wellenbalg und Wellendeut, das kannst du umtauschen. Auch vollkommen erklärbar. Es hat nichts mit Gut und Böse oder Plus und Minus zu tun. Weißt du, wenn wir diese Wassermetapher nehmen, Michael, dann sage ich immer, das Wasser selber, das Meer unten, ist ja eigentlich bloß ein Punkt. Aber wir sagen jetzt, das rote Wasser ist unten und sobald eine Welle oben auftaucht, ist es das blaue Wasser. Und wenn man in einen Wellenbalg kommt, besteht der Wellenbalg ja aus Wasser. Und da Wasser, rotes Wasser, Geist ist, ist das eigentlich nicht existierend. Ja. Und dann ist das Wellental, das Gegenteil von dem Nicht-Existierenden, ist der Raum, der zu existieren anfängt. Ja. Das ist das eine. Wir können natürlich jetzt auch sagen, das Wasser machen wir dann blau, den Wellenberg, der ist ja Materie. Dann wird das Wellental das Nicht-Existierende, wo nichts drin ist. Das Nichts. Es ist eine Sache, wie du das auslegst. Das sind alternative Fakten. Bloß wenn einer stur in einer Perspektive hängt, wird er das niemals mitkriegen. Und der wird leiden, egal welche Ideologie du anhängst. Das geht natürlich jetzt in den höheren Komplexen.
welche Art von Christ du zu sein glaubst, du bist noch weit weg vom Christentum. Und selbst wenn du das absolute Christentum verstanden hast, dann bist du aber kein Moslem. Weil du immer was dir Gegenüberstehendes hast, und wir haben gerade gesagt, geh den Weg des Mystikers. Du musst dich immer wieder fragen, egal an was du denkst, zu was gehört es? Du kannst jetzt den Schrank anschauen vor dir und dich fragen, zu was gehört es? Und dann sagst du, zu meinem Wohnzimmer. Zu was gehört das Wohnzimmer? Zu dem Haus. Zu was gehört das Haus? Zu Murnau. Oder zu der Straße, wie wir Staffeln. Und sobald du in eine Stufe höher gehst, fängst du an, Chat zu denken. Ja. Zu was gehört jetzt eigentlich der Michael, den du dir ausdenkst? Also jetzt hast du mal zu dir, weil es ja ein Gedanke von dir ist. Zu dem Monitorbild, das ist das Pixelmännchen, habe ich jetzt nicht gemeint. Du hast ja schon einen Unterschied. Du hast ein Pixelmännchen vor dir. Das nennen wir jetzt mal Michael, ist natürlich ja Udo auch noch da. Das sind jetzt Monitorbilder. Aber in dem Moment denkst du ja, ich nehme jetzt mal das normale Wort an Menschen. Du wirst jetzt nicht behaupten, dass die zwei Pixelmännchen Menschen sind. Die hast du in deinem Kopf. Und die denkst du dir jetzt aus. Das ist einmal immer nur schauen, was jetzt da ist. Das muss man wiederholen. Das hört man und sagt, ah, jetzt erzählt er wieder dasselbe. Wir können da gerne reingehen, dann gehen wir in die Matrix, dann erkläre ich dir das Sprachsystem, so wie ich einen Schüler, der sich für Computer interessiert, erklären kann, wie er Programme schreibt. Da muss ich aber auch zuerst einmal Grundlagen festsetzen. Da muss ich zuerst einmal erklären, hier, was die Schalter ein und aus, NAND-Gatter, OR-Gatter, die erst absolute Grundlage, was da überhaupt da ist. Und dann können wir uns dann in höhere Programmiersprachen reinlenken. Aber was bringt dir das? Das ist wichtig, was ich jetzt sage. Damit kannst du dich einmal auseinandersetzen. Was übrigens laufend passiert, du setzt dich ständig mit einem Programm auseinander. Das ist die ganze Welt um dich herum. Holofeeling, all diese Teile sind Einzelteile von dir selber, und auseinandersetzen tust du das mit einer reinen Programmstruktur, mit einem blauen Ich. Deine Divisionen ist ein Selbstauseinandersetzen der eigenen Heiligkeit. Umverstreuen, um sich herum in Raum und Zeit. Aber es bleiben alles nur Gedankenwellen. Kurz Informationen. Super. Einfach nur Informationen. Das, wenn dich immer nur darauf konzentrierst, dann wirst du irgendwann einmal, wenn das installiert ist, neugierig werden, wie funktioniert es im Detail. Und du musst dich dafür interessieren. Der, der immer ist. Es kann nur der verstehen, der immer ist. Gedanken sind nicht immer. Die sind auf der Oberfläche des Meeres und nicht im Meer. Und O, Bola erweckt, BR das Äußere, Ober, Fla, ist das Wunder. So funktioniert es. Insider verstehen das, was ich jetzt sage. Außenseiter werden es nie verstehen. Ist immer wieder Versuch einer vergänglichen Erscheinung zu erklären, was Ewigkeit bedeutet. Das geht nicht. Und immer dabei die vorgestellte Rolle selbst spielen im Traum. Ja, so einfach ist das Leben. So sieht's aus. Super. Und dann holte ich das immer wieder ein. Das ist wie das Beispiel gerade, erklären wir nochmal ganz kurz hier mit dem Video, mit der Imke. Alles verrückt. Taucht ein Video auf, schickt mir eine Imke. Einfach so. Da also Box oder irgendwie im Hintergrund, Boxkampf. Schau ich mal das Video an. Unser Alex, der Sänger von Bonfire. Im Hintergrund ist die beiden Kämpferinnen, die Tina Schüssler, eine gute alte Freundin von mir aus dem Kampfsport, aus der Kampfsportszene, mehrfache Weltmeisterin gewesen. Und in welchem Studio aufgenommen? Von meinem Kampfsportkollegen aus Augsburg, mit dem ich damals in Augsburg mein erstes Studio eröffnen durfte. Wahnsinn! Hammer! Und Also es ist verrückt. immer, wo ich sage, es gibt immer einen verbindenden Parameter für alles. Echt verrückt, ja. Jetzt ist der verbindende Parameter mit Sicherheit nicht der Michael,
Michael heißt ja, wer ist wie Gott? Jetzt ist er eingefroren. Micha? Jetzt bist du wieder da. Jetzt warst du dann kurz einen Moment eingefroren. Hab alles gehört. War der Ton da? Ist gut. Ton war da. Der Micha ist, wer ist wie Gott? Und dann ist die Leitung eingefroren. Der sich nicht mehr bewegt. Ja. Das ist jetzt ein schöner Zufall, ne? Schön. Schön. Also unglaublich. Meine war es aber ausnahmsweise nicht, weil ich nämlich jetzt eine 100er Leitung habe. Oh. Du weißt ja, die Rode 1, die Rode 10, die Rode 100. Okay. Einsehen. Kann man blau lesen und rot lesen? Ich habe jetzt vom Roten gemacht. Es ist immer wieder, wenn Untersysteme, wer denkt sich, wer ist das verbindende Parameter? Der sich's ausdenkt. Und dann kommt man das, was man dann Zufälle nennt. Das ist, die werden immer mehr werden. Auch das ist etwas, was ich seit bewusst raumzeitlich gedacht, seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten predigen, du. Das erste Anzeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist, an dem Weg zu dir selbst, ist, dass sich die Zufälle um dich rumhäufen. Meine Mario nennt es immer Denken und Materialisieren. Das, was ich materialisiere, du resonierst und es kommt wie aus dem Nichts. Das ist, dass du sagst, so viel Zufall kann es doch gar nicht geben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier das eigentlich ist? Unglaublich. Weißt du, wie oft wir zum Beispiel haben, dass irgendein Film angesprochen wird, wenn man unterwegs ist, ein ganz seltener Film, der wirklich ewig alt ist. Und wir reden von dem Film, welcher irgendeine Metapher, und die Marion geht, haben schlägt die Fernsehzeitung auf und sagt, der kommt heute Nacht um zwei in irgendeinem dritten Programm. Hat vorher die Fernsehzeitung gar nicht in der Hand gehabt. Also das Thema war überhaupt, es ist nur um den Film gegangen. Jetzt, wenn das einmal passiert, sagt man, das ist Zufall. Und es wird sich, solche Sachen häufen sich sowas von massiv. Ja. Und das ist jetzt, dass auf einer tieferen Ebene eben eine große Verbindung gibt. Aber wenn du dann immer weiter runter gehst in diese Hierarchien zu diesem absolut statischen Ganzen, zu dem Unbewegten, das dann immer wieder statisch wird, das einfriert, das ist eigentlich hier das, ich drücke es anders aus, das wird die Selbsterkenntnis, das bin ich. Also du, das bin ich. Ich bin du und du bist ich. Ein Selbstgespräch, das wir jetzt führen. Etwas Intimes, wie ich das nenne. Immer in time, intim sind die Wunder. Das ist nur der Wechsel von Rot nach Blau. Und wieder von Blau nach Rot. Aus dem Adam heraus, aus dem Schweigenden, Schwa-Eigen, Adam Rot heißt ja nicht nur Adam Rot, sondern auch Schweigen. Und diese Schwa, die Logik, die alles doppelt aufspannt, ist immer dein eigenes. Es bleibt praktisch im Dual. Ja. Es bleibt in diesem Nichts, das du selbst bist. In einer Du-Form, das hast zwei in Zusammensetzungen. Da habe ich ja schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass also hier wir männliche, weibliche Zahlen haben, aber es gibt dann so Ausnahmesachen, das ist zum Beispiel die Radix Tewaf. Und das hast im Hebräischen auch zwei, aber nur ganz speziell in einer Zusammensetzung. Es drückt dieses aus, es kann das eine ohne das andere nicht geben. Es bezieht sich letzten Endes auf den Adam. Denker und Ausgedachtes. Und Denker und Ausgedachtes ist untrennbar miteinander verbunden. So wie das Meer mit seinen Wellen. Selbst wenn dann welche versuchen abzuhauen. Es ist immer wieder die Frage nach der Quelle. Wo kommt es her? Und die beantwortet sich von selbst, aus mir. Ist schon in der Antwort drin, wenn ich einmal akzeptiert habe, dass ich jetzt der träumende Geist bin. Der du natürlich auch nicht bist, sage ich immer wieder dazu. Weil da kann man fragen, wo kommt der träumende Geist her? Von dem, der sich einen träumenden Geist ausdenkt. Und was ist der und wo kommt der her? Und du wirst dann merken, wie gesagt, nach 5 Stufen in der Quintessenz, wenn du landest, du in der 5. Stufe. Und dann gibt es keine Unterschiede mehr. Das klingt so wie eine philosophische Spielerei, das ist eine elementare Grundlage, dass du Geist mehr oder weniger begreifst, was es heißt, hier wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt.
Du musst nicht selber sterben, du musst bloß deinen Glauben für dich sterben lassen. Wenn wir das Wort sterben jetzt normal als Vernichtung betrachten, es geht um Verwandlung. Wenn ich das Wort sterben als Auflösung nehme, dann wirst du immer wieder feststellen, dass immer wenn sich in dir was auflöst, kommt zwanghaft wieder was Neues. Darum funktioniert auch der Selbstmord nicht. Das ist so die Schreckenserfahrung, die du jetzt entweder selber in einer jetzt gedachten Vergangenheit schon mal am eigenen Leib erlebt hast, schon der Satz am eigenen Leib erleben. Die wird bei all diesen Sätzen, wenn dir die Haare zu Berge stehen. Weil du immer im Hintergrund hast, dass der Leib selber ja nichts erlebt. Du erlebst was durch diesen Leib. Jetzt, wenn ich aber Leib, ein anderes Wort für Leib, das Wort Körper setze, wir bleiben ganz einfach mal bei den Leib, ist dir jetzt was aufgefallen? Man nennt zum Beispiel ein Leib auch Brot. Das ist einmal die eine Seite. Das ist im Adam. Wir können das auch Körper nennen. Das hebräische Wort für Körper ist GUB. Der Geist von UB. Gub. Es ist die Hallen der Seelen, wenn dich einmal erinnerst, ganz früher hat es einen ganz tollen Film gegeben, Das siebte Zeichen mit dem Prochnow und der Demi Moore. Ja, da war was. Ganz vage da, ganz vage. Kann man mal ganz tief in den Archiven suchen mit dem Prochnow und mit der Demi Moore und da kommt der Jesus wieder. Ich will da gar nicht, den spielt der Prochnow. Und der erklärt dann, weil hier die Halle der Seelen heißt es hier, das ist all die jüdische Mystik, die Halle der Seelen ist leer, da geht es um ein Vögelchen und da muss man Opfer bringen, um das aufzufüllen. Und in der Synchronisation, das ist aus dem Englischen übernommen, nennt er die Halle der Seelen Gaff. Gaff. Das ist aber dieses hebräische Wort GUB. Wenn man das jetzt hinschreiben und das Englisch aussprechen, spricht man das Gub, kann man ja Gaff aussprechen. Das ist genauso wie die Juden, dann nennen wir das Sof, ein Sof. Das heißt eigentlich Sub. Jetzt haben wir natürlich verschiedene hebräische Ausspracheregeln. Es gibt aschkenasische Aussprache, es gibt sewardinische Aussprache und noch etliche andere. Jiddisch ist dann nochmal was ganz was anderes. Und das Spiel, wo ich schon mal darauf hingewiesen habe, dass zum Beispiel hier klassische, der Weinreb zum Beispiel nennt hier Jud. Wenn du, könnte ich dir jetzt zeigen sehen, J ist eigentlich Jud. Kommt der Jude her. Oder das Haus, klassisch, Ja. ist Bet. Das heißt auch Beis, weil das Taf ja hinten der doppelte Buchstabe ist, was viele nicht wissen. Das ist auch ein S, bin ich schon mal auf Vorträge darauf eingegangen. Aber jetzt sind wir wieder in Spezialwissen, was ein Glaube, wenn du kein Interesse nicht hast, wie gesagt, es gibt Wichtigeres, wo du dich interessieren solltest. Dass du mal Grundlagen legen. Und solange du dich noch in der Welt verlierst, in den Zeitungen und lieber schwadronierst über Coronavirus oder über Politik und über AfD oder über sonst was, bist du noch so zugemüht, dass du das gar nicht wert bist, dich für heiliges Wissen zu interessieren. Übrigens von diesen Menschen, die sich hier für die wichtigen Sachen der Welt interessieren, solche religiöse, esoterische Spinnereien, das ist genau diese Arroganz, die ich angesprochen habe. Die sind so unheimlich voll Arroganz auf ein Wissen, das so sinnlos ist, losgemachter Sinus ist, so vergänglich ist, wie alles, was du in den Zeitungen hast. Die Daily News. Die sind so vergänglich, wie jeder Moment vergänglich ist. Wann fängst du dich an, für das Ewige zu interessieren, das du selbst bist? Wie ich immer wieder sage, das ist eine Religion, die deine Erlösung an irgendwelche Bedingungen knüpft. Du müsstest nur die Freiheit nutzen, von der du noch nichts weißt. Die Freiheit nutzen, von der du noch nichts weißt, heißt schlichtweg, du müsstest bereit sein, Sachen zu akzeptieren oder selbst zu tun, die in einer momentanen Logik vollkommen unlogisch erscheinen. Dann würdest du dich in fremdes Gebiet wagen. Mit jedem Schritt, mit jedem unlogischen
Gedankengang, den du zulässt in dir, den du ja selber auslösen musst, weil deine Logik wird keine unlogischen Gedankengänge in dir aufschmeißen. Fang an, dich für die Unlogik zu interessieren, die im Widerspruch zu deiner Logik steht. Und wenn du die dann einmal durchschaut hast und diese Unlogik zu deiner Logik geworden ist, wirst du feststellen, dass deine jetzige Logik vollkommen unlogisch ist. Es ist wieder unser Spiel mit, jede Vorstellung von richtig setzt dein Gegenteil. Das verkehrt erscheint aus dieser Richtung, hat man sich mit dieser verkehrten Seite einmal auseinandergesetzt und geht in diese verkehrte Seite hinein, erscheint plötzlich die vorher richtige Seite als verkehrt. Super. Das, was ich dir sage, wenn du das verstehst, glaub mir, das ist mehr wert, wie wenn du 5 Millionen im Lotto gewinnen würdest. Das würde dich bloß wieder voll in die Welt reinstrudeln. So. Du wirst dich wieder erfreuen an vergänglichen Erscheinungen und genauso viel wieder leiden, wenn sich die wieder auflösen. Unterschrieben. So ist. Ja, das ist das Spiel. Okay, Kleine, jetzt lassen wir es gut sein. Du kannst ja mal wieder rühren. Udo immer. Super. Den Weg muss man alleine gehen, du weißt es. Vielen, vielen Dank. Super. Wie immer. Ich wünsche dir was. Du weißt, wie immer, spiel noch eine Runde Leben, nimm noch einen Zug. Der Sohn, den der Vater in die Welt hinausgeschmissen hat. So machen wir es, Udo. Ciao. Super.